ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Bunny. Ich habe mich dafür richtig, richtig cool zurechtgemacht, wie ich finde. Richtig frech, fäschig, bisschen verrückt. Aber ich finde, das darf es auch sein, wenn man zum Fußballspiel geht und einen bestimmten Verein da vertreten möchte. Soll man das auch zeigen, dann soll man auch sehen, welchen Verein man vertritt und den auch dann stolz präsentieren. Deswegen finde ich, seid mutig, seid ein bisschen kreativ, benutzt Faschingsschminke, zeichnet euch das Zeichen aufs Gesicht, macht so ein bisschen, seid kreativ. Wir benutzen ja auch gerne Lidschatten, wir benutzen Lippenstift, wir benutzen gerne Nagellack. Auch natürlich für die Männergemeinschaft da draußen. Ihr solltet euch jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Perücke aufsetzen, obwohl, wieso eigentlich nicht? Es gibt ja auch andere Haarschnitte, es gibt ja auch einfach verrückte, witzige Sachen. Ich finde, da sollte man wirklich mit Spaß rangehen, mit Freude. Seid mutig, probiert was aus und dann ab zum Spiel. Wie genau das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei und schaut es euch einfach an. Setzt hier den Finger an und zieht das Lid straff. Malt dann mit dem gelben Faschingsstift auf eurem Lid. Dann nehmt ihr euch nochmal das Gelb und malt direkt unter den Augenbrauen aus. Könnt ihr das dann so ein bisschen mit eurem Finger verschmieren. So. Vorsicht, dass ihr nicht in die Augenbrauen kommt, das sieht nicht so schön aus. So. Dann, um dieses Dunkle hinzukriegen, nehmt ihr euch einen Pinsel. Da habe ich jetzt so einen hier, den man das schön einarbeiten kann. Der muss aber schön weich sein. Es gibt auch noch so länglichere, aber ich habe jetzt gedacht, hierfür benutze ich gerne mal diesen hier. So, dann geht ihr in die Lidfalte und malt genau da, wo ihr das Dunkel haben wollt, aus. Wenn ihr das gemacht habt, ist es erstmal schön dunkel in eurer Lidfalte. Dann nehmt ihr sofort wieder den Faschingsstift. Zieht nochmal das Lid ein bisschen lang. Und geht unter den Wimpernkranz. Und zieht hier ebenfalls nochmal mit dem Stift leicht, also was heißt leicht, ein bisschen stärker eher gesagt, nach oben. So wird das Ganze nochmal ein bisschen ausdrucksstärker. Kann man gerne auch mal mit dem Finger nachhelfen oder ein Q-Tip, je nachdem. Wenn ihr den Finger benutzt, müsst ihr auch immer ein bisschen vorsichtig sein, damit ihr euch dann nicht woanders was vollschmiert. Aber ich bin da schon echt in Übung, was das angeht. Also ich gehe nochmal mit einem gelben Lidschatten noch einmal so ein bisschen aufs Lid, weil der so ein bisschen glänzt und das sieht dann immer ganz schön aus mit so einem leichten Goldschimmer. Weiß nicht, ob ihr das auch erkennen könnt. Hier bei mir kann man es ziemlich gut erkennen. So, und dann habt ihr beide Seiten schön definiert. Jetzt nochmal mit der Wimperntusche ein bisschen nachzeichnen. So, und dann habt ihr das auch schon fertig. Jetzt kommt kleiner Trick. Nehmt euch einfach das Haarspray, batscht euch das so ein bisschen auf die Backe, dreht so ein bisschen hin und her. Aua! So, und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Abdruck, einen runden. Den wiederum ich dann an eurer Stelle nachmalen würde. Nehmt euch den Faschingsschminkstift und dann malt ihr diesen Kreis direkt nach. Bisschen stramm machen, dann könnt ihr besser malen. Und das geht so. Habt ihr schon mal einen schwarzen Kreis? Dann nehmt ihr euch am besten ein Kajal, weil der feiner ist im Malen. Macht hier einen Strich. Hier einen Strich. Und schon habt ihr ein cooles BVB-Zeichen auf eurer Backe. So. Das Ganze jetzt natürlich auch noch ausmalen mit einem Gelb. Vorsichtig, dass ihr dabei nicht an die Ränder kommt.
des Schwarzen, weil es dann nicht mehr so schön gelb aussieht. Könnt ihr euch auch noch mal so ein bisschen den Lidschatten nehmen und ebenfalls mit Gelb beigehen. So, dann habt ihr schon so ein cooles BVB-Zeichen auf eurer Backe. Dann kommt jetzt einfach und ganz fix das Haarnetz. Alle Haare darunter schön verstecken. Dann nehmt ihr euch die coole Perücke, die nun wirklich richtig cool ist. Zu guter Letzt natürlich nicht den richtig, richtig coolen Schal vergessen, den ihr euch dann auch ummacht. Und so hat es funktioniert. Okay, also ihr wisst jetzt, wie es geht, wie es funktioniert. Setzt es um, geht da raus, feuert euren Verein richtig an, damit er dann auch gewinnt und lasst es richtig krachen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Ganz, 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 ganz viele liebe Grüße und Küsse, eure Bunny.